Berufsberatung und habe dann der Beraterin gesagt, ich würde gerne Anwältin werden, also beziehungsweise Jura studieren. Die hat mich ausgelacht. Und dieses Auslachen hat natürlich noch mehr für mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, dir zeige ich es. Ich bin Joanna Hassoun und ich bin die Geschäftsführerin von TransAgency e.V. Wir leisten humanitäre Hilfe, machen politische Bildungsarbeit, Demokratieverständnis und natürlich auch Antidiskriminierung, Antirassismusarbeit. Ja, in meiner Zeit in der Grundschule, beziehungsweise als ich auf die Oberschule gehen sollte, habe ich eine schlechtere Bewertung gekriegt und dadurch dann eine Hauptschulempfehlung, obwohl die nicht berechtigt war, weil sich das dann später auch in der Oberschule gezeigt hat, dass ich total unterfordert war. Und diese Diskriminierung oder die fehlende Chancengleichheit war für mich ein Antrieb zu sagen, ich möchte was dagegen tun. Ich möchte was tun, um anderen Jugendlichen Unterstützung anzubieten, dass die vielleicht schneller an ihr Ziel kommen, dass sie vielleicht schneller herausfinden, wie sie Unterstützung kriegen können. Ich habe zwar kein Jura studiert, aber habe dann trotzdem mein Abitur oder mein Fachabitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und auch eine Ausbildung abgeschlossen und studiert. Also meine Mama ist Analphabetin, mein Vater ist nur bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen, er spricht Englisch und Arabisch ein wenig, aber die konnten beide nicht besonders gut Deutsch. Von zu Hause aus hätte ich halt keine Unterstützung kriegen können und das ist schon, glaube ich, so ein großes Dilemma, womit halt auch viele Jugendliche bis heute zu kämpfen haben.